wir sind heute zu Gast hier in Frankfurt bei der Triodos Bank. Ich habe Georg Schürmann im Interview. Die Fragen, die ich ihm gestellt habe, lesen Sie in der aktuellen Ausgabe der Banking News. Und drei davon stelle ich ihm jetzt nochmal live. Vielen Dank, dass wir heute hier zu Gast sein dürfen. Sie beschäftigen sich hier im Hause der Triodos Bank mit dem Thema nachhaltige Finanzprodukte. In der EU-Kommission wird gerade darüber diskutiert, ob man die Anforderungen, die gesetzlichen Anforderungen an solche Produkte verändern sollte. Wäre das ein Schritt, den Sie begrüßen würden? Nein, aus unserer Sicht ist das der falsche Weg. Wir haben als Nachhaltigkeitsbank Jahrzehnte Erfahrung mit der Finanzierung und auch Investitionen im Bereich von grünen Investments. Und von daher wissen wir, dass es auch mit Risiken verbunden ist. Und ich denke, in Deutschland kennen wir alle den Fall Procon. Ein Beispiel, dass offensichtlich auch Risiken bei solchen Investments dabei sein können. Von daher sehen wir einen anderen Weg als richtig, und zwar höhere Kapitalanforderungen für sogenannte Brown Assets, also heißt Investitionen oder Finanzierung in CO2-starke oder CO2-belastete Industrien. Mhm. Ich denke, das würde einen richtigen Impuls setzen und würde auch die Risiken richtig reflektieren, weil wir wissen, dass das Industrien sind, die in Zukunft Probleme haben werden. Und von daher denken wir, dass ein solcher Kapitalaufschlag für Brown Assets der richtige Weg wäre. Mit der Antwort hätte ich tatsächlich nicht gerechnet. Ganz anderes Thema, nicht nur nachhaltige Produkte, Sie beschäftigen sich auch mit Gesellschaftsmodellen sozusagen. Sie sind aktuell Sponsor des Films Free Lunch Society, in dem es um das bedingungslose Grundeinkommen geht. Was hat die Triodos Bank dazu bewogen, dieses Sponsorship einzugehen? Und als Nachhaltigkeitsbank befassen wir uns mit sozialen Fragen, befassen uns mit Entwicklung in Gesellschaft. Und uns bewegt eigentlich die Veränderung der Arbeitswelt. Digitalisierung ist das Stichwort. Digitalisierung hat schon die Arbeitswelt verändert und wird sie in Zukunft weiter verändern. Wir denken aber immer noch sehr stark klassisch eigentlich wie in einer Industriegesellschaft mit Erwerbseinkommen und mit regelmäßigen Arbeitszeiten. Und wir denken, dass aufgrund der Herausforderungen, die vor uns stehen und die ja schon stattfinden, im Rahmen der Digitalisierung neue Antworten dementsprechend gebraucht werden. Und vor dem Hintergrund denken wir, das Grundeinkommen kann eine solche Antwort sein. Und wir möchten eine solche Diskussion auch unterstützen und befördern. Und von daher haben wir den Film auch unterstützt und unterstützen auch diese Diskussion und nehmen daran teil. Gerade eben haben Sie ein wichtiges Stichwort nochmal gebracht, Arbeitszeitmodelle. Ich habe gelesen, in der Niederlassung der Triodos Bank hier in Deutschland arbeiten 42% in Teilzeit. Ist das etwas, was aufgrund von was auch immer gewachsen ist, oder ist das etwas, was Sie hier als Bank, als Arbeitgeber auch aktiv fördern? Also wir bieten das auch aktiv an. Also ich spreche auch teilweise Mitarbeitende aktiv auf das Thema Homeoffice an, weil es einfach für den Menschen das ist, was ihnen gut tut. Ja, und wenn es den Menschen gut tut, tut es auch uns gut. Also von daher ist die hohe Teilzeitquote bei uns was ganz Normales. Bei uns steht der Mensch im Mittelpunkt. Und das gilt eben auch für den Mitarbeitenden. Und vor dem Hintergrund haben wir Fälle, wo eben auch Männer durchaus Teilzeit nehmen, um ihre Eltern zu pflegen. Mhm. Und dass Frauen und Männer Teilzeit nehmen oder die Elternzeit auch in Anspruch nehmen, ist was ganz Normales. Also vor dem Hintergrund gehört für uns Teilzeit und flexible Arbeitszeitmodelle zum Alltag. Und wir können damit sehr, sehr gut leben. Für beide Seiten ergänzt sich das hervorragend. Und wir haben sehr committete Mitarbeiter, die auch wesentlich zum Erfolg des Unternehmens beitragen. Sehr gut. Dann sage ich an dieser Stelle schon mal vielen Dank, Herr Schürmann, für die Antworten auf diese drei Fragen. Und die Antworten auf die anderen Fragen lesen Sie in der aktuellen Ausgabe der Banking News. Tschüss und bis bald.